So, herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Freestyle-Commentary hier auf Outpost. Genau. Ja, ich spiele hier nicht mit der UMP, sondern mit der P90, meiner Lieblingswaffe. Ja, die Map ist kacke. Allerdings, es gibt schlimmere Maps auf MW3. Aber ja, ich habe hier den einen Punkt nicht mitgekriegt, weil ich hier noch die Waffe gewechselt habe. Ja, mein Thema heute wird sein, hier Fernsehsendungen, die ich mir gerne reinziehe. Ja, ich wollte mal ein bisschen was anderes erzählen, anstatt hier dauernd über irgendwie zocken und so. Ja, es gibt zwei richtig verdammt geile Sendungen, die ich mir gerne reinziehe. Und zwar zum einen ist das The Colony. Kennen sicher die meisten nicht. Und zwar läuft das auf dem Discovery Channel. Für die Leute, die Sky haben, ist das auf jeden Fall ein Begriff. Ja, es läuft auf Sky einmal die Woche, glaube ich. Also ich habe es immer nur am Dienstag oder Mittwoch geguckt. Ja, allerdings für die Leute, die kein Sky haben, ihr könnt euch das ganz easy bei dmax.de reinziehen. Also dmax und dann de. Da geht ihr einfach oben in die Videothek und sucht nach The Colony mit C. Ja, kurz zu der Sendung. Es ist auf jeden Fall, es ist eine Sendung, ja, so eine Reality-Show. Es geht um eine Gruppe von gecasteten Leuten. Also glaube ich 10 Leute oder so. Und ja, die ist halt wie so ein Experiment. Die werden in so eine total zerstörte Stadt geschickt. Irgendwie so eine Stadt in Amerika, die von Hurricane Katrina irgendwie umgefegt wurde. Ja, die müssen da 50 Tage in dieser Stadt, die sind da vollkommen auf sich alleine gestellt. Die müssen da auf der Stadt da irgendwie versuchen klarzukommen. Und ja, die haben keine Hilfsmittel, die haben keinen Strom, kein Nix, kein Essen, kein Trinken. Die müssen für alles selber sorgen. Das ist das Geile an der ganzen Geschichte. Und ja, es wird simuliert, also dass so ein, dass irgendwie so ein Supervirus über die Welt gefegt ist und 90% der Menschheit irgendwie ausgelöscht hat. Und da sind wirklich nur eine Handvoll Überlebender auf der ganzen Welt noch übrig geblieben und die müssen halt zusehen, wie sie klarkommen. Also ich finde es eine geile Idee. Es macht auch Spaß, so zu gucken. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich das reinzuziehen. Ja, das ist das eine. Die andere Fernsehsendung ist auf jeden Fall, da spielt mein Held mit, mein auf jeden Fall Fernsehheld. Und zwar ist das Bear Grylls. Kennt vielleicht einige. Das ist so ein Survival MacGyver Super Superman Over the Top Typ. Ja, das ist so ein Kerl, der lässt sich irgendwo an die entlegensten Winkel der Erde verschiffen. Der ist irgendwo im Dschungel oder so oder irgendwo in der Antarktis oder irgendwo in der Wüste und versucht dann eine Woche lang ohne Hilfe von anderen und ohne irgendwelche Hilfsmittel versucht er eine Woche zu überleben und auch aus der Verlassenheit der Natur irgendwie rauszukommen. Ist auf jeden Fall eine geile Sendung. Ich ziehe sie mir super gerne rein, weil der Typ einfach der härteste Motherfucker überhaupt ist. Weil er echt nur irgendwie sein Messer hat und echt, der frisst Würmer und Raupen und so ein Zeug und ist der übelste Survivor-Held. Er ist auf jeden Fall mein Held, so, weil er wirklich alles in Kauf nimmt und aus allem irgendwie einen Nutzen weiß. Er findet irgendwie ein Seil und macht damit ein Fischernetz oder sowas. Er ist auf jeden Fall eine richtig geile Sau und macht Spaß, ihm zuzugucken, wenn er irgendwo im Dschungel ist und aus irgendeiner Pflanze irgendwie so ein Mückenmittel zaubert. Er ist auf jeden Fall, den ziehe ich mir gerne rein.
Die Sendung heißt, glaube ich, Abenteuer Wildnis, nee, Survival Abenteuer Wildnis oder irgendwie sowas. Könnt ihr allerdings auch auf D-Max finden. Da sind alle Folgen von Colony zu sehen und alle Folgen von Abenteuer Wildnis oder Survival Wildnis, was auch immer jetzt. Ja, für die Leute, die das interessiert, zieht es euch rein. Ansonsten im Fernsehen verfolge ich eigentlich wenig Sachen, weil irgendwie nur Scheiße läuft. Auf RTL läuft wirklich nur Scheiße und da verblödet ihr, wenn ihr, also wenn ihr zu lange RTL guckt, verblödet ihr auf jeden Fall. Weil irgendwie vor allen Dingen vormittags bloß keinen RTL anschalten oder so also Scheiß. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Ja, ich habe vorhin ein Duel aufgenommen mit Solution und Rampage Striker. Und ich weiß nicht, wann ich jetzt dieses Commentary hochladen werde. Da ist die Mohä. Kurzer Einbruch. Einbruch in der Stimme. Ja, ich weiß nicht, wann ich dieses Video hochladen werde. Auf jeden Fall gibt es eine Sache, jetzt zurück zum Zocken. Es gibt eine Sache, die mich sehr ja, sauer macht, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall ist es traurig, wenn ich gegen Clans spiele, die auch YouTube schauen, generell Deutsche sind das, die dann das ganze Spiel über kassieren und rumschimmeln und rumcampen und rumliegen. Und ja, da war letztens so eine Aktion mit einem Schweizer Clan. Die haben, glaube ich, drei, vier Runden hintereinander übelste kassiert von mir und meinen Teammates. Die haben jede Runde verloren und jede Runde übelste Killstreak-Gebäsche hinnehmen müssen. Und dann es ist es immer wieder witzig. Dann kommen so Nachrichten von den Leuten so, und dann sagen die so, ey, und? Wo ist deine Moab? Mach mal eine Moab. Ich meine, ey, also wenn ihr genau wisst, worauf ich hinaus will und worauf ich spiele und keine Ahnung und einfach nur euch absprecht und mich daran hindern wollt, ist klar. Also wenn ich, da müsste ich echt schon Schwein haben, dass das funktioniert. Und wenn die Leute noch einigermaßen spielen können, so, dann ist es wirklich unglaublich schwer, gegen Leute zu spielen, die einen schon kennen und genau wissen, worauf man hinaus will. Das war in MW2 ganz heftig, weil sobald ich einen Harrier oben hatte, war der unten, weil die Leute ganz genau wussten, ich gehe auf Nuke. Und hier in MW3 ist halt die Moab. Und ja, es ist einfach nur traurig. Ich weiß nicht, was in den Köpfen so vorgeht und keine Ahnung, was die für Minderwertigkeitskomplex haben oder sowas. Und meinen irgendwie sich dadurch profilieren zu müssen, dass sie irgendwie meine Moab verhindern oder sowas. Ich habe auch das Gameplay über das Spiel über keine Specialist genutzt. Ich habe Killstreaks genutzt, weil ich ganz genau wusste, die wollen mir da in die Suppe spucken. Ja, keine Ahnung. Ihr könnt euch einen Keks freuen oder so, keine Ahnung. Oder einen Bagger freuen oder einen Clown freuen oder was weiß ich, Clown frühstücken oder was weiß ich was. Auf jeden Fall, also mir müsst ihr nichts beweisen so. Spielt einfach euer Spiel. Ich gehe so raus. Wenn ich merke, da sind Leute im Team, die mich kennen und die einfach nur mit rumgeschimmelt und was weiß ich was, meine Sachen verhindern wollen. Ich merke das eigentlich relativ schnell, weil, keine Ahnung, die Leute einfach nicht down gehen wollen. Sobald ich gegen Deutsche spiele, ich habe echt unglaublich Verbindungsprobleme mit deutschen Spielern. Also 50% der Leute gehen einfach nicht down. Allein aus dem Grund, weil sie aus Deutschland sind oder so, keine Ahnung. Ja, da war auch letztens wieder so eine Aktion, da war so ein türkischer Clan irgendwie unterwegs, die haben, glaube ich, 2 oder 3 Runden hintereinander verloren. Und dann sind wir rausgegangen, weil die einfach nur unglaublich geschimmelt haben und rumgelümmelt haben. Sind wir rausgegangen, obwohl wir 2, 3 Runden gewonnen haben. War zwar knapp, aber haben wir trotzdem gewonnen. Und dann kam so eine Nachricht, so eine Sprachnachricht. Und, so, was hat er geschrieben? Und, habt ihr Schiss gehabt, wa? Ja, Mann, wir haben Schiss gehabt, weil wir verloren haben. Und, ja, keine Ahnung.
chillt mal, ohne Witz. Ich bin auch nur ein Zocker. Ich bin auch kein Übermensch. Ich bin auch keine Mordmaschine oder sowas. Ja. Ja, das Gameplay ist zu Ende. Ich hoffe, das Commentary hat euch gefallen. Ich habe euch nicht gelangweilt oder sowas. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und ja, das war's von mir. Macht's gut. Bis demnächst. Peace out.